Herzlich willkommen beim Nettes Morgensblogger der Welt. Heute geht es um Dagi Bee, die ihre Fans die letzten 7 Jahre belogen hat. Denn sie heißt gar nicht Dagmara, sondern Dagmar. Und das muss dann natürlich auch in so einem Clickbait enden, beziehungsweise auch zu einem 16-Minuten-Video gemacht werden, das ganze Thema. Und sie bekommt zurzeit einen ziemlichen Shitstorm ab. Viele haben auch schon drüber berichtet und ich fand es ganz lustig, auch ein Video dazu zu machen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Dagi Bee hat vor 4 Tagen ein Video hochgeladen mit dem Titel Mein echter Name, ich habe euch 7 Jahre angelogen. Dagi Bee, wie sie leibt und lebt, muss man schon fast sagen, Clickbait der feinsten Art und Weise, und sowas ist dann leider Gottes auch auf YouTube leider immer wieder erfolgreich. 1,2 Millionen Klicks mit so einem Blödsinn, sie war sogar auf Platz 1 der YouTube-Trends, das sollte eigentlich auch alles über YouTube momentan auch aussagen. Grundsätzlich war das Video nur ein Q&A und es kam dann nach gut 9 Minuten auch zur Auflösung, dass sie ihre Fans 7 Jahre belogen hat, und das aufgrund dessen, weil sie eigentlich Dagmar heißt und nicht Dagmara, und das musste natürlich auch in Clickbait ausgenutzt werden, beziehungsweise so ein komischer Titel verwendet werden. Mois hat schon darüber berichtet, sein Video wurde schon gesperrt, deswegen will ich hier auch keine Ausschnitte zeigen, auch wenn es das Zitatrecht gibt. Ich habe keinen Bock auf Stress hier, und ABK hat auch schon ein Video gemacht, was auch sehr lustig ist, das verlinke ich euch unten auch, genauso wie auch das Video von Dagi Bee, da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Auf jeden Fall steht es momentan 32.000 Dislikes zu 44.000 Likes, und das wird wahrscheinlich noch mehr werden die nächsten Stunden, denn die Kommentare sind wirklich ziemlich krass, und hier sind nur mal ein paar Beispiele, wie die so aussehen. Viele fühlen sich verarscht, beziehungsweise finden das Video total unnötig, und dieser Clickbait, der regt einfach nur noch auf. Grundsätzlich bin ich auch absolut dagegen, Videos sperren zu lassen. Wenn man nicht total übertreibt, sollte man auf jeden Fall zwischen Humor und Satire auch unterscheiden können. Und ich glaube, das war bei Mois immer der Fall. Ich weiß jetzt nicht, was in seinem Video vorkam, aber das Ganze dann sperren zu lassen, ist schon relativ heftig, wie ich finde. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Strike auch hat oder ob das Ganze auch schon wieder online ist. Zu der Aufnahmezeit ist es auf jeden Fall noch nicht online wieder gewesen, das Video. Und auch Unge hat das schon im Video auch thematisiert, dass das Video von Mois gesperrt wurde und er sich auch wundert, dass das von ABK noch online ist. Also deswegen keine Ausschnitte aus Sicherheitsgründen. Ich finde sowas immer ziemlich scheiße unter YouTubern, wenn man sich gegenseitig hier sperrt bzw. auch Strikes verteilt. Es sei denn, man übertreibt jetzt total, aber ich glaube, das war jetzt nicht der Fall. Ihr könnt gerne eure Meinung zu dem Ganzen mal unten reinschreiben. Lasst auch gerne ein Like und Abo da. Ich werde heute Abend auch streamen. Das neue Video von Katja Krasavice kommt raus und das muss natürlich auch dokumentiert werden und kritisiert werden von mir. Lasst also gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Bis bald und ciao, ciao.